Ja, Wetter ist nicht schlecht, Wetter ist wirklich gut. Ja, guckt euch das mal an, ne? Also schon also. Also es sieht so gar nicht groß aus, aber wenn du davor stehst, also es ist schon ein. Es ist ja wirklich so hier, wo die Zudis hier sich hier umlungern, umzingeln, umgammeln oder was, würde ich mal sagen. Ne? Ja, ja. Aber es ist wirklich wenig los. Da, letztes Mal, wo wir hier waren, ich schwöre dir, ne, kannst du eine Nadel rüberwerfen, oder nicht, Schatz? Ja. Sehr entspannt jetzt, sehr entspannt. Ja, ne? Und die Streiks hier, die in Frankreich sind, sind auch vorbei. Ja, ich glaube ja, weil wir haben jetzt gar nichts gemerkt. Nein, ne? Alles gar nichts haben wir gemerkt. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also, wollen wir mal auf jeden Fall mal probieren, dass wir mal jetzt einmal mal runtergehen, gucken, was kann man hier machen, was kann man kaufen. Nie oder die, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wir gehen mal rechts runter und dann wieder links hoch. Das ist hier schon, wie Sie sehen. Ja, also die gehen wir jetzt rechts runter und links hoch. Gucken wir mal, was wir Schnapper wir kriegen, ob wir bei Louis reinkommen. Seid gespannt, bleibt dran. Lasst euch nicht von ihnen ärgern. Jojo, Freunde, bei Dior Schlange. Oh, keine Ahnung, Schatz, wollen wir uns da hinstellen? Nee, nee, die Schlange ist zu kurz. Ja, Freunde, Dior ist leider so. Ja, guck mal, der lässt hier einzeln rein, Schatz, ne? Da ist nur eine bestimmte Anzahl von Leuten in den Leben. Das war in Amerika. Okay. Und nicht jeder kommt da rein, ne? Ja. Oh, was ist das hier? Von? Hier, Saint-Laurent oder wie das Ding heißt. Ist, ach du Scheiße. Mein Französisch ist eingerostet. Hier, Pandora ist drüben. Keine Ahnung, ist er richtig, richtig? So, Montclair ist da. Wollen wir mal gucken? Das lohnt sich. Ja, auf jeden Fall. Ich hole mir jetzt eine Winterjacke. Das lohnt sich. Ja. Oh. Ist nicht in Montclair, ne? Aber da kommt das sieht doch cool aus hier. Ja. Schön schlecht. Ja. Mit dem Spiegel schon nicht, so da, ein bisschen muss man jetzt sagen. Ja, ist ja nicht schlecht. Sieht lustig aus. So. Also Schatz, San Montclair, hat gesagt, du solltest dir eine Jacke von Montclair kaufen. Ja, das lohnt sich. 600 geht doch, Alter, ne? Das lohnt sich wirklich, die halten dich richtig warm. Okay. Nicht wie so eine Wellenstein. Im Winter überlege ich. Aber ja, ich bin günstiger. wenn dir kalt aber ist. Guck dir das mal an, ne? Hier nichts, keine Werbung, gar nichts. Nein. Nein. Sogar bei Boss ist eine kleine Schlange. Nein, das ist keine Schlange. Okay, die geht. Aber guck mal, die geht mal, komm her. Das ist eine Puppe. Ja, das ist eine Puppe, oh, ist ja cool. Das haben die cool gemacht. Ist nicht schlecht, ne? Sieht lustig aus, ja, muss man sagen. Ja. Sieht cool aus. Also, das heißt, du kannst im Anzug auch laufen, Schatz. Ja, das wollen schlecht, die damit sagen. Baustelle. Kleidung, sieht ihr das nicht? Unglaublich, ne? Die Baustelle. Aber was für eine Idee die hatten, ne? Ja. Die renovieren ja das Gebäude, aber geil aus, ne? Ja. Haben sich extra was machen lassen. Sieht cool aus. Auf jeden Fall. Ja. So, lass uns mal überraschen, komm. Das machen wir auch bald, wenn wir Baustelle machen, so eine Fassade. Gartenhaus. Das muss ein GTR. Guck mal, aber auch so voll auf lustig, ne? Mit diesem, guck mal. Guck mal da drüben. Ganz ehrlich, Vorsicht, dass die Leute mal durchladen. Das sieht doch kacke aus, oder nicht? Guck dir das mal an. Aber guck mal, die Schaufenster gucken auch. Ja, die sehen schon lustig aus. Ja, komm, lass mal reingehen, was holen, Schatz. Ja, was los hier, ne? Steht ja nur einer vorne. Ey, ihr habt das auf Kamera, Schatz. Darf ich hier da drin was aussuchen? Natürlich. Komm. Ja, Schatz, keine Ahnung. Ja, vielleicht kannst du mal mit meinem Promi-Bonus hier reden. Hier, MTKs, Mehmet, kennen die mich? Vielleicht kriege ich die Ladung sonst. Ja, am Arsch. Guck mal, der Typ da alle nur drei. Aber ist schon hart hier. Oder? Dass die Leute hier Schlange stehen, um bei Louis einzukaufen. Das ist schon böse. Schatz, setz dich ins Café, ich gehe shoppen, okay? Mann, da kostet Kaffee 20 Euro, da gehe ich jetzt nicht sitzen. Ich glaube mehr. Ja, ich gehe lieber in die Seitenstraßen irgendwo rein. Ja, der Bruder ist fresh. Alter Schwede, ist er fresh. Ja, ist der fresh. Ja, hier einen Platz zu kriegen ist auch nicht einfach. Wollen wir mal gucken hier. Wollen wir mal gucken, Freunde. Oh, oh, der Kollege diskutiert, der hat keinen Bock drauf. Er sagt, lass mich nur, du Penner. Also hier möchte ich die Preise leider nicht wissen. Klar, ne? Bin ein bisschen berühmt, aber so viel will ich jetzt auch nicht bezahlen. Oh, Al Jazeera, das ist glaube ich auch so ein bekannter Parfümladen.
denke ich mal. Keine Ahnung. Ja, wir machen mal ein bisschen Streetwalk. Oh, jo, 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 jo. Das ist auch so ein bekannter Parfümladen. Keine Ahnung. Was ist das hier? Kopless. Keine Ahnung. Kennst du Kopless? Nein. Ja? Du kennst die Kreide auch im Spiel. Ja, Alter, geil, ja. Ahnung, wo wir auch hin wollen. Nike. Ja, aber muss mir auch zur Schlange stehen. Nee. Meinst du? Ich glaube, der ist aber wie viele Etagen? Hier, guck mal, das Auto, Chef. Oh ja, hier. Achso, das sind die Autos, die du mieten kannst. Genau. Hier, drive me, aber er lässt die ja nicht fahren. Alle, die Karre haben die zerlegt, Digga. Ja? Wir fahren die Dinger umsonst, ja? Wollte ich gerade sagen, die Leute kommen und sagen, Mehmet Abi, fahr bitte. Warum? Den bin ich ja gefahren, ne? Den bist du gefahren, aber das ist ein Cabrio. Aber da vorne steht doch Preis. Oh, warte, die wird jetzt gleich überfahren hier, die Arme. Ja? Frau, weg, bevor du tot bist hier. Oh, das sieht aber gut aus. Soll ich einmal gucken, wie teuer das ist? Steht aber doch alles drauf. Der Lambo ist schon zusammengesetzt. Der arme Lambo. So, was ist die Preisliste hier? Guck mal, mit 2 Tunnels, 100 Euro. Aber du darfst selber nicht fahren, ne? Doch, da stehen 2 Personen, dann muss ich ja selber Nein, fahren. Der Lambo ist doch nur 1 Person. Bei den anderen, der Ferrari ist auch 4, also 2 plus 2 Sitze. Okay, aber da kostet jetzt hier, warte mal, 2 Tunnels, Shooting, Foto, Extra Times, 100 Euro, ist okay oder nicht? Und 200 Euro noch, das ist Auspreis. Runde zu fahren, 200 Euro. Okay, genau, aber wie lange dauert die Runde? Das weiß ich nicht, also ich bin das Auto umsonst gefahren. Aber die Karre haben sich gut auseinandergenommen, Alter, die ist ja richtig verhurt, ja. Guck mal, hier Löcher. Ja, die ist ja richtig verhurt, Sann. Ja? Komm. Und hier kannst du ja noch nicht mal Gas geben. Mann, du hast doch genug Fotos von Lambos. Ja, Freunde, das ist hier Nike Town. Genau, ne? Ist schon wirklich krank hier, ne? Wirklich Hammer, wie das hier aussieht. Oh. Das mögen die Leute hier. Alter Schwede, ja. Oder nicht, Schatz? Ja? Die Cafés, die laufen. Ja, das ist egal. Da irgendwie überhaupt so zu sitzen, das kann dann gerne kosten. Das ist kein Thema. Ich stehe Schlange hier. Guck mal, Schatz. Die wollen aber hier rein. Heftig, Alter. Guck mal, ja. Die mussten sich, die mussten sich anmelden. Hey. Was ist denn das für ein Laden? Ach so, du musst dich hier anmelden für das Café, ja? Unglaublich, ey, unglaublich, Freunde, ja. Lass mal. Muss man auch mal mitnehmen, weil Tui sammelt ja Magneten da, wo wir überall waren. Ich glaube, wir haben 150 Stück minus 140. Oder nicht, Schatz, hä? Was kosten die denn? Aber geht, 4 Euro. 3 für 10. Ist okay. Keine Ahnung. Ah, ist ein paar lustige Sachen hier. Hm? Kann man mal sich gönnen. Ja, ist schon cool, ne? Wirklich diverse Filme, klar, ne? Kennt man. Also hier leben, keine Ahnung, warum nicht? Paris, Frankreich, auch nicht schlecht. Hätte ich nicht Nein gesagt, wenn ich die Sprache nicht so perfekt beherrschen würde. Und die Touribusse, keine Ahnung, was sowas kostet. Ich glaube, 20, 30 Euro würde sowas kosten. Ja, auch schön, ne? Bei Rolex gibt es auch nicht lange. 3 Leute stehen da. Keine Ahnung, wollen die nur gucken, wollen die was machen mit Bodyguard natürlich, ne? Audi hier fährt, der verrückte Alter, ja. Guck mal. Er gibt. Hey, geil, oder nicht jetzt, ja? Ich will hier in die Paris Saint-Germain Shop gehen. Und er nimmt sich das im Kauf, dass er hier die 40 Leute, die vor ihm stehen, die will abwarten auf jeden Fall. Ist ihm scheißegal, oder nicht, Schatz? Ja. Er will da rein und ich gebe so 80%, dass er irgendwas kauft. Was sagst du dazu? Glaube ich noch nicht. Mehr. Meinst du? Meine ich. Weil das, was er haben will, wird es nicht geben. Der will diesen Tag Please, ja. Paris Saint-Germain. Saint-Germain? Ja. Keine Ahnung, Alter, der Sand steht da. Oh, es geht aber voran hier. Gleich mal 4, 5 Leute reingegangen. Mal gucken. Oh, das ging aber schnell. Super. Die Kinder wollen shoppen. Mehmet ist nur auf der Suche nach ein Eis. Ja, Freunde, Alter, der war jetzt hier bei Paris Saint-Germain Store. Da hat er einen Tech-Anzug gefunden, aber nicht in seiner Größe. Den hat er aber drüben gefunden bei Nike. Ne? Ja, jetzt gehen die beide rüber und er will die unbedingt den Tech-Anzug holen. Ja, soll er jetzt auch sein Geld, ne? Ja. Oder machen, was er will. Genau so sieht's aus. Also wie kann einer hier shoppen? Ich wollte gerade sagen, das ist der das Junge einzige Opfer hier. Ein Anzug gekauft, sondern zwei. Zwei, weil war ein Schnapper.
Einen von Jordan und einen von Nike. Warum beide nicht, oder nicht? Kann man haben, oder nicht? Ja. Aber ist mir sowas von egal. Jeder muss mit seinem Geld. Jeder muss mit seinem Geld selber. Aber das gleiche Modell. Ja. Nur da AMG, GT. So, wir haben Hunger. Was machen wir? Sondenis? Ghetto Tour. Ja. Komm, einmal Ghetto Tour. Also, was haben wir? Ja, wir, haben bis, wir sind unten, vierter Stock. Jetzt müssen wir die Karte hier anhalten, damit sie überhaupt der Fahrstuhl aufgeht. Vielleicht reinstecken. Ja, aber sie steht doch Scan. Ich denke, vielleicht reinstecken einfach, ganz einfach. Aber Schatz, zieh raus. Zu Fuß gehen. Oh, warum geht er nicht? Ich gehe ganz bestimmt nicht zu Fuß. Nein, aber warum sollen wir zu Fuß gehen? Da muss man das irgendwo zahlen, keine Ahnung. Ist das falsche? Nein, wir sind hier rausgekommen, oder nicht? Eigentlich ja. Hey, wir sind hier rausgekommen. Ja, Freunde, ja, Sonntagabend, ne? Yep. Ja, also morgen, wir wollen morgen früh losfahren, vielleicht um 7 oder sowas so. Die Uhrzeit wäre okay, weil wir haben ja natürlich 8-9 Stunden Fahrt nach Hause. Wenn wir losfahren, wir wollen ja auch bis ein paar Stunden zu Hause chillen, wenn wir da sind, oder? Genau, und du wolltest ja noch, wo wolltest du anhalten? Ja, entweder fahren wir bei JP Burger vorbei, essen dann schön JP, oder wir fahren bei in Köln vorbei, bei Kebabland, mal gucken, was uns da alles erwartet. Wir haben richtig Spaß hier, ein bisschen essen, ein bisschen labern, ein bisschen tun. Ja, es sind ein paar lustige Sachen drin, aber nicht ernst nehmen, ich habe da ein paar bisschen lustige Sachen gemacht. Sollte einfach lustig sein. Ne? Freunde, küsst eure Herzen, abonnieren, 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 liken, liken, liken. Ich freue mich richtig, dass der Kanal so gut bei euch ankommt. Das war Paris, 2 Tage, ging sehr schnell vorbei, ne? Ja. Ja, Freunde, auf jeden Fall, es kommen bestimmt noch viele lustige andere Geschichten. Küsst eure Herzen, dranbleiben, schönen Abend noch, tschüss. Tschüss.